Und damit ein recht herzliches Hallo von den Liberators mit Danny aka Colt und fuck, ist das gerade laut gewesen. Und an meiner Seite heute der einzigartige FIFA Overmaster Peter aka AK. Hallo. Wie geht's dir? Alles gut. Heute FIFA Relief. FIFA heute erschienen und ich habe gedacht, da muss ich gleich irgendwie spielen, weil heute ist die Chance noch am höchsten, dass ich dich besiege, weil. Das kann gut sein. Du bist ja ein FIFA Crack und kennst das Spiel selber noch nicht so. Nein, das also, ist nicht FIFA 16 noch nicht. Werde ich dich fertig machen. Alles klar. Schauen gehen wir mal auf Online-Freundschaftsspiele. Genau. Letzter Gegner war der Mudelbuhr mit FAK. War ein 1-1 Match. So, schick dir mal eine Einladung. Okay. Was werden wir denn spielen? Hast du schon eine Idee? Also FIFA hat doch immer bewiesen, dass immer die stärkeren Teams doch eigentlich das zeigen, was sie können. Also wenn, dann würde ich eher sehr so 5-Sterne-Mannschaften nehmen, weil die niedriger sterneren Mannschaften doch noch nicht so ausgereift sind. Aber ja, die rennen dann immer so langsam. Genau. Dann kann ich nicht Busan E-Park spielen. Leider nein. Aus Korea. Ich muss schauen, ich sehe dich leider gerade nicht online in FIFA. Ich glaube, die Einladung müsste in Origin drin sein. Ja, aber die habe ich nicht bekommen. Wie kann man Origin auftappen? Shift und F1. Aha, das funktioniert ja super. Nicht. Okay, ich starte mal mein Origin neu. Ja. Eine Sekunde. Das ist aber immer wieder ein Problem. Ich habe das auch letztes Jahr schon gehabt mit Origin. Das machen wir international, oder? Ja, wir können alle spielen. International. Wir können die WM nachspielen und schauen, ob das ein bisschen besser ausgeht. Letzte WM war... Lol, Chicago Fire ist ein Team. Habe ich auch nicht gewusst. Die letzte WM-Finale war Argentinien gegen... Deutschland. Richtig. Hast du gesagt, wir machen international und spielen die letzte WM nach? Wie ist die ausgegangen? Deutschland hat 1-0 in der Nachspielzeit gewonnen. Ich weiß nur, die Brasilianer haben sie abgeschossen. Das war aber Halbfinale, ja, ne? Das war Halbfinale. Ja, richtig. Ja. So, jetzt muss ich dann noch auf international gehen. Also das heißt, ich habe die Ehre und darf Deutschland nachspielen. Deutschland! 1-2 der Deutschland. Deutschland! Natürlich. International. Und da ist Deutschland. Deutscher Fußballbot. Jawohl. So, ich habe natürlich die ehrenvolle Aufgabe, die hässlichen Trikots zu tragen. Na dann. Oh, ich habe Messi, Bruder. Messi? Mit Tätowierung, mit der Rose. Ich lasse einfach die Formation so, ist es eh wurscht. Normalerweise gibt es auch eine coole Musik in FIFA 16, aber die haben wir zwecks YouTube-Aufnahmen und so weiter ja abgedreht, sicherheitshalber. Richtig. Nicht, dass uns hier die Gegner wieder nervt. So, ich schaue da mal ganz kurz durch, was ich da so habe. Ja, Klassiker, wenn man mit Peter FIFA spielt, kann man immer warten eine halbe Stunde, weil er jetzt wieder seine Hex einstellt. Gut, großartig werde ich nicht viel verändern hier mal. Oh, lol. Jalla. Achso, aber du bist nicht der Dormann, gell? Nein. Okay. Jeder darf gegen einen eigenen spielen. Okay, das wäre cool gewesen. Oh, schon vorbei. Sie, vorbei. Sie treffen heute zum ersten Mal aufeinander. Da dürfen wir gespannt sein. Heute steht also ein Testländerspiel an, Buschi. Wichtig vor allem für die Trainer. Ja, logisch. Also, so, schauen, geht's los? Los? Ja, gib ihm. Jetzt wurscht's. Anderes, die Truppe mal zusammen zu haben, eigene Ideen testen zu können. Das Ergebnis steht hier nicht im Vordergrund. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Die Mannschaft spielt heute im klassischen 4-3-3 mit zwei Stürmern auf dem Flügel. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Da merkt man schon, wer FIFA zu Hause ist. Den wird Toni Kroos reinbringen. Was war das? Das habe ich jetzt übersehen. Der hätte niemals ein Foul werden sollen gegen Messi.
Laufpass! Ah, abseits natürlich. Abseits. Ein Klassiker, die Wettmafia hat wieder zugeschlagen. Ich sehe da kein Abseits. Ja, bezahlt muss schon etwas noch werden. Hat sich das grafiktechnisch verbessert gegenüber dem letzten? Auf jeden Fall. Also es hat sich auch ziemlich viel von den Animationen wieder geändert. Ich finde, das Spiel ist viel runder irgendwie geworden. Ja, man merkt auch, wie die Maxeln kollidieren. Das ist recht cool, richtig, ne? Auch wenn ja, sie nicht den Ball haben. Neu wieder überarbeitet. Ja, das ist ja ähnlich wie bei Madden, glaube ich, ne? Richtig, ja. Und das sind auch sehr viel Einzelaktionen schon, wenn man nicht mehr so schnell reagieren kann, dass der Computer doch diesmal so intelligent schon ist und mithilft, aber ja. Was in den letzten paar Ausgaben wieder sehr buggy war ab und an. Ja, was mir aufgefallen ist, dass man, wenn man was drückt, wenn man den Ball hat oder nicht den Ball hat und man hat ihn dann, dass er dann das ausführt, das ist irgendwie auch nicht glücklich. Ja, okay, das war ein Impulsschuss. Also es ist irgendwie, wenn man Grätsche gedrückt hat und plötzlich kriegt man den Ball, dass er dann einen Schuss macht. Ne? Das war früher immer das Problem. Das ist mir da jetzt noch nicht so aufgefallen. Weil sich's irgendwie ein bisschen schwerfälliger spielt und ein bisschen schwammiger. Was ich eigentlich eh gut finde. Ein bisschen langsamer geworden. Finde ich aber okay, weil das bringt ein bisschen mehr Realismus rein irgendwie. Ja. Das fühlt sich einfach echter an. Also, ist auch, ich muss sagen, mein erstes FIFA am PC, weil ich habe bisher nur auf der Konsole gehabt. Und immer nur zocken, wenn mich irgendwer besucht hat zu Hause, um sich gegenseitig zu bashen. Richtig. Aber ja. Schau mal, was da aus meiner beginnerten FIFA-Karriere wird am PC. Ich habe einen guten Meister. Den Kommentator kenne ich auch zum Beispiel nur von Schlag den Raab, ne? Richtig, also im Deutschen ist es wieder... Prost. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Aber es wurde ein der Bushi irgendwas zugefügt. Echt? Ja, ein genau. Sky-Typ, okay. Und ein Sky-Moderator, ein zweiter wurde jetzt hinzugefügt, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Aguero. Aguero bringt die Flanke. Ja, da ist er leider keiner. Sie haben den Ball. Unser. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Jetzt müssen Sie aufpassen bei dieser Ecke. Nee, jetzt pusht sie mich. Hoffentlich. Also ich glaube so nicht. Mats Hummels klärt. Mascherano. Und nun Otamendi. Ah, das Skilltraining für Passen hat sich schon bezahlt gemacht. Gibt aber, sind wieder ganz neue auch dabei, also es hat sich doch immer wieder geändert. Ja, für mich war es sowieso neu. Also diese Skillspiele waren recht cool, da werden wir vielleicht auch mal was herzeigen. Wenn ihr natürlich noch mehr FIFA sehen wollt, ist eh klar. Und das ist halt natürlich auch immer gut für Leute, die das Spiel nicht so gut können oder überhaupt das nicht stimmt, so viel Erfahrung haben, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich meine aber ein bisschen die Steuerung kennenzulernen. Richtig. Es fehlt teilweise ein bisschen die Erklärung, weil bei einigen Skillspielen habe ich mir doch ein bisschen schwerer getan. Ja, sie stehen immer am Anfang irgendwie so ganz kurz irgendwie beschrieben. Ja, zum Beispiel bei diesen Trickskill-Sachen, da bin ich ein bisschen kränkt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Und nun Pastore. Gute Flanke. Flanke abgefangen, gut gemacht vom Abwehrspieler. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Oh. Schießt er ihn rein. Da hat er schon Ziel, der Bäder. Richtig. Ja. Der Ball wurde weggefaustet. Flanke von Messi. Gute Flanke, aber sie können trotzdem klären. Schiri, hallo! Ei, da geht's schon wieder los, ne? Die Menge tobt hier! Ja, aber jetzt! Da pfeift er bei so einem Scheiß, okay! Jetzt wissen wir so, ist der Schiri Deutscher oder wie schauen wir aus? Oh Gott sei Dank nicht im Elfer! Nein, noch ganz knapp draußen! Kann man wieder hupfen? Ja, der ist ein Deutscher, ey. Ey, es geht gar nicht. Achso, warte, jetzt vielleicht.
Ja, nicht hüpft, der ist der Deutsche, ey! Hey! Oh, hoppala! Na Gott sei Dank! Ey, cooler Kameramann, hast du gesehen? Ja! Der macht sehr viel auf der Seite jetzt noch. Grafisch. Ein bisschen mehr Action, ja. Aufgepeppt. Oh! Schub's mir nicht! Aguero! Majestätsbeleidigung gegen Messi. Aber ich warte noch immer auf die Schwalbentaste. Wir müssen sie wieder die einführen. FIFA 98. Ja, 98, glaube ich, war das letzte Spiel, die ich hatte. Aguero jetzt. Ja, wir sehen ein Aufbauspiel hier. Und den Ball hat er sich geholt. Und jetzt ein Zweikampf. Kürzer am Ball. Der Ball holt er, gut verteidigt. Zwei Minuten werden nachgespielt. Den Ball hat er, ganz souverän. Di Maria. Keine Chance, einfach zu viel Abwehrspieler hier. Das haben sie auch irgendwie cool gemacht, das dynamische Ballverhalten, dass wenn irgendwer dazwischen steht, dass das abprallt und so. Richtig, ja. Das war ja doch auch immer wieder ein Problem vom ganzen. Der Ball kommt und die KI weiß dann nicht in dem Moment, was sie wirklich damit machen sollen. Das haben sie eigentlich da jetzt relativ gut eingeführt. Dass auch wenn der Ball zu schnell kommt zum Umschalten selber, dass er dann den Ball klärt. Ich habe auch schon mitgekriegt, dass einige, die das schon angezockt haben, so wirkliche FIFA-Hasen, so alte, nicht so ganz zufrieden sind, weil es eben wirklich irgendwie was komplett Neues ist. Ja. Und wiederum eine Änderung. Ich werde jetzt einmal ein bisschen was ändern. Ich auch. Ja, wo kann ich da die... ja, genau. Ich mache jetzt... Das war ganz gut. Das nehme ich. Das ist mir ein bisschen lieber. Ja, die alten FIFA sind sie nicht so zufrieden, weil eben diese ganzen alten Mechaniken nicht mehr gehen, die eben immer reingehen. Ja. Richtig. Und man sagt, ja, wenn ich das mache, wird es immer ein Tor oder so. Das ist halt jetzt nicht mehr möglich. Was mir natürlich sehr in die Hände spielt. Ja. Oh je. Jetzt müssen sie aufpassen. Das war einfach. Und er hat den Ball. Und jetzt Zabaleta. Jetzt Pastor am Ball. Ein guter Doppelpass. Messi am Ball, da bieten sich Mitspieler an. Messi. Da geht er vorbei. Messi. Noch immer Messi hier. Oh, gut. Und mit einem People-Schuss. Es hat noch ein FIFA gegeben, da konnte man den Tormann angehen. Das haben sie auch dann rausgenommen. Was auch in das 98. FIFA 98. Und Lothar am Handy. Was, Lothar am Handy? Özil. Unser. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Oder? Witz. Hector. Hector. Und jetzt haben sie den Ball. Souverän, er hat den Ball. Gutes Zuspiel. Na. Er zieht ab. Der war für die Fans, ne? Richtig. Muss man auch. Manuel Neuer. Vielleicht spielen wir gar nicht FIFA. Vielleicht bin ich auch nur noch Manuel Neuer. Richtig. Und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Aber du hast jetzt auf mein Tor geschossen. Und sie haben Manuel Neuer gezeigt. What the fuck? Ja, sie zeigen halt. So wie im richtigen Übertragern halt auch irgendwelche Spieler auch. So, also die sich fadisieren, ne? Präsentieren, richtig. Oder ist der Torwart da? Er hält das Unentschieden fest. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin kein Fan von Deutschland in FIFA jetzt schon mal. Es wird sicher nicht meine Lieblingsmannschaft werden. Ja, was hast du so ausgesucht? Ich meine, war freie Wahl. Natürlich, natürlich. Schöne Flanke.
Dafür, was der Messi kostet, müsste er eigentlich den Ball reinbeamen können aus 800 Meter ins Tor. Richtig. Für 70 Millionen. Sie holen sich den Ball. Ob das nicht schon mehr sind? Schweinsteiger. Ja, ich habe gemeint in einer Minute. Hoppala. Oh. Ja, natürlich. Da ist er wieder da, der Schiedsrichter. Hast du meinen Landsmann gefault? War muss ich pfeifen hier, ne? Oh, ich habe den Mauer. Hey. Achso, geht doch nicht los. Ah, das macht mir ein bisschen nervös. Da stellst du mir irgendwas ein. Kannst du jetzt irgendwas machen? Ah ja, gut. Da verabschiedet sich der Peter mal auf die sehr charmante Art und Weise, die man einfach geht. Aber ich nehme mal an, er hat einen Disconnect, weil er sagt auch irgendwie nichts mehr. Was sicher ganz gut trifft, weil... Oh, wie es ausschaut, habe ich ein Verbindungsproblem. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber wir lassen uns nicht im Stich. Natürlich, FIFA gibt es immer wieder. Improvisationsmeister verabschiedet sich einmal fürs Erste. Und ja, so bleibt es spannend. Wer weiß, wer gewinnt. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, was geht ab? Leider Gottes Internet Connection heute nicht die beste. Das Spiel wurde abgebrochen, wir sehen es einfach mal als Platzsturm. Aber wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich trotzdem mit einem Daumen nach oben freuen. Abonniert es, wenn ihr noch nicht getan habt, besucht uns auf Facebook oder Twitter. Hier oben geht es gleich zu Part 2 von unserem FIFA-Game. Da probieren wir es ein zweites Mal. Hier unten gibt es ein letztes Gameplay. Haut uns einen Kommentar rein, wir freuen uns drauf. Schaut auf G2A vorbei, Links alle in der Beschreibung unten. Wie immer kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Dabei sein, see ya!